Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tackled. Ja, wie ihr seht, meine Samen sind hier leider abgestorben. Ne, sind doch da. Sie waren nur nicht geladen. Okay. Hier ist allerdings ein Feld kaputt gegangen. Warum auch immer. Das werde ich jetzt reparieren müssen. Oh, das Ding habe ich auch schon wieder in der Hand hier. Egal. So, da setzen wir einen neuen Dings drauf und haben noch Samen dabei. Ne, haben wir gerade nicht. Zumindest nicht hier. Vielleicht haben wir hier noch Samen. Auch nicht. Wunderprächtig. Egal. Ja, wir haben hier eine Wasserquelle reingebaut gehabt, genau, wir haben hier ein bisschen Kiste gehabt, da haben wir auch ein bisschen Zeug drin, alles Wunderbärchen, ein bisschen langsam heute, alles ruckelt ein bisschen, ne, leckt ein bisschen, ihr seht, ich habe wieder meine Facecam dabei, alles ist gut, ja, hier wollen wir uns drum kümmern, das heißt, wir müssen aber erstmal Strom für diesen leckeren Crop Matron bekommen, Dünger haben wir ja schon, Fertilizer, heißt, wir haben den Recycler gebaut, ja, das ist wohl richtig, gut, dann gehe ich noch schon mal Recycler eben schnell. Hier müssen wir noch Treppen hin. Der ganze Raum muss natürlich noch verschönert werden. Das machen wir alles, nachdem wir die Stromleitung gelegt haben. Beziehungsweise, wo wir den Strom herkriegen. So, welcher Höhe sind wir hier? 65. Ja, 63 ist Wasserhöhe. Alles gut. So, wo ist denn? Wo habe ich denn mein Ding hingestellt? Irgendwo da oben, glaube ich, ne? Genau, da oben habe ich ihn, glaube ich, reingeklappt. Genau. Müssen wir jetzt irgendwas Neues reinpacken, damit wir wieder ein bisschen, Scrap entstehen kann. Scrap. So, hier wollte ich nochmal eine Tür reinbauen. Alles nach seiner Zeit. Wir werden erstmal Strom produzieren, Strom da hinten hinlegen wollen. Für Strom werde ich mir mal ein paar Diamanten hin aus der Kiste nehmen. Ich weiß, wollte ich nicht so aufmachen. Ja, mache ich trotzdem jetzt mal. Also ich nehme mir jetzt mal ein paar Diamanten. Warum steht eigentlich das Mikrofon so nah an mich dran hier? Achso, weil ich gerade was anderes gespielt habe. Ich muss mal leider das Mikrofon jetzt verstellen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Aber ich habe ja gerade Devil May Cry aufgenommen, da sitze ich natürlich ein bisschen anders, weil ich ja so ein Joypad vor mir halten muss. Und das ist natürlich bei Minecraft natürlich nicht der Fall. So, wir nehmen mal ein paar Diamanten raus und das Mikrofon kippt. Ah, das Mikrofon kippt, das Mikrofon kippt. Super. Ah, so. Bleibst du stehen jetzt. Ich hoffe, das hält jetzt. Gut, hier entstehen noch weiter Diamanten. Laufback ist auch immer noch da, das ist gut. So, wir wollten. Ich werde euch fragen, wofür braucht der Rosan jetzt Diamanten? Das ist jetzt einfach. Wir brauchen. Glas brauchen wir. Glas. Haben wir Glas? Hallo? Glas muss irgendwo vorne sein. Da ist ja auch irgendwo der Sand drin. Da haben wir noch 63 Glas. Das ist schon mal gut. Wir brauchen Glasfaserkabel. Was? Glasfaserkabel? Was will der Rosan jetzt schon wieder machen? Werdet ihr alles sehen. Alles zu seiner Zeit. Keine Sorge. Keine Sorge. So. Glasswire. Glasfaserkabel. Da. Redstone brauchen wir auch dafür. Okay, Redstone auch noch. Redstone haben wir ja so viel von, ne? So Unmengen quasi. Da ist noch Redstone. Okay. So, wir brauchen also Redstone da und da. Wir brauchen Diamanten da. Und wir brauchen Glas. Da. So, und wir brauchen aber jede Menge von diesen Glasfaserkabeln. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Was fehlt? Glas fehlt. Hm, super. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Wir haben jetzt 40. Das reicht auf keinen Fall. Mehr Glas. Mehr Glas hatten wir, glaube ich, nicht. Ne? War gerade schon ziemlich leer. Das heißt, wir müssen mal eben hier was brennen. Das ist ja kein Problem. Wir haben da oben ja irgendwo so ein... Ah, das war der Fertilizer. Echt nur so wenig bei rausgekommen. Moment. Das ist ja echt nicht viel gewesen. Haben wir nicht irgend so einen doppelten Ofen irgendwo? Da, ne? Ah ja, genau. Den da rein und den da rein. Da entsteht jetzt Glas. Dann werden wir noch ein bisschen Sand hier rausnehmen einfach. Um den da oben reinzupacken. Da oben. Zack, den Scrap können wir mal rausnehmen. Hallo? Mach da jetzt was raus. Also läuft ja relativ schnell. Sehr gut. So, der ist natürlich noch ein bisschen schneller. Danke, das muss erstmal reichen. Hallo? Den Rest kannst du hier dabei packen. So, okay. Passt. Tun wir das Glas mal hier rein. Glas, 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 Glas. So. Ne, das ist das Falsche. Wir müssen einen da drunter machen. Drunter haben wir gemacht. So. Machen wir so viele, wie es noch geht. Jetzt haben wir ein paar Kibbelchen haben wir. Was brauchen wir noch? Ach komm, die können wir auch noch mit rausnehmen. Wir brauchen also ich habe vorhin Wind Kraft mal zu nutzen, also Windmill zu bauen. Nur mal so gleich vorweg. Das ist auch noch was Neues. Das machen wir mal
So nebenbei. Quasi, während wir das mit den, da unten mit diesen Crossbreeding machen. Wir brauchen ja einfach ein bisschen Strom auch da unten. Diesmal bietet sich einfach Windkraft mal an. Habe ich mir so gedacht. So, deswegen. Windmill. Da ist sie. Die machen wir aus einem Generator. Wir brauchen also erstmal einen Generator. Das ist immer das Erste. Das können wir, glaube ich, hier zusammenbauen. Generator. Habe ich noch genug drin? Natürlich. Der Plan ist drin, aber mehr auch nicht. Ein Iron-Fonaze. Dafür brauchen wir also jede Menge Refined Eisen und normales Eisen. Refined und normales Eisen. Das ist hier hinten drin. Da haben wir nicht mehr viel. Da Refined haben wir noch ein bisschen was. Was habe ich jetzt gerade gesehen? 4, 5? Ich habe keine Ahnung. Nimm ein bisschen mit. Und nimm normales Eisen mit. Okay. So, aus den normalen Eisen. Ach, da haben wir auch noch Refined Eisen. Okay, ist nicht so das Problem. Machen wir erstmal ein Fonaze. Ist das nicht noch ein Generator? Windmill. Ich habe ja sogar eine Windmill. Ne, das ist eine Watermill. Ich brauche natürlich gleich mehrere davon. Wie viel stelle ich denn davon auf? Ich würde sagen, 4 machen wir davon. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, dann machen wir jetzt mal alle raus, wie es geht. So. Yes. Nehmen wir mal hiervon auch ein paar mit. Einfach, weil wir noch ein paar brauchen, denke ich. Ja. Okay. So, jetzt haben wir den Generator. Dafür haben wir jetzt hier so ein paar Sachen dabei. Gut, wir haben das dabei. Das sind jetzt also 4 Stück, kommen dabei raus. Generatoren, wenn ich denn noch RE-Batterien hinbaue, die bauen wir hier raus. Können wir da genug von bauen? 4 Stück geht auf jeden Fall. Und dann haben wir langsam den Zinn aufgebraucht. Müssen wir mal nachfüllen irgendwann. So, aber 4 Stück mehr wollen wir gar nicht. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Schon haben wir 4 Generatoren. Das ist natürlich hervorragend. Da ist Pisten drin. Das sollte ich vielleicht immer dran schreiben. Habe ich gerade Holz dabei? Ich glaube, hier irgendwo ist Holz drin. Habe ich zumindest gerade irgendwo gesehen. Da. Machen wir nochmal schnell ein Schild. Nein, warte, Moment. So. Wir können jetzt da bleiben. Und dann machen wir fix ein Schild. Plupp, plupp, plupp. Und da schreiben wir dann drauf. Piston. Piston. Das gute Piston. So, mit 2 S natürlich. Piston. So, okay. Dann wissen wir das auch schon mal. Windmill wollten wir bauen. Was brauchen wir noch für eine Windmill? Noch normales Eisen einfach nur. Okay. Normales Eisen hatten wir doch, glaube ich, hier irgendwo noch. Ach, habe ich so im Inventar. Okay. Wie war das denn jetzt so angeordnet? Normales Eisen. Was ist das für ein Pulver? Und wo habe ich die da? War das nicht so? War das so angeordnet? Yes. Da haben wir 4 Stück. So, jetzt können wir anfangen, daraus Strom zu... Ach, eine Bedbox brauchen wir auch noch. Ein oder zwei Bedboxen sogar, ne? Bedbox. Brauchen wir nochmal Batterien für... Und Kabel. Und Holz. Okay, sorgen wir uns erstmal ums Holz. Erstmal ums Holz sorgen, ne? Jupp, raus hier. So einen großen Baum wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil irgendwie so kleine Bäume, 2 Stück oder sowas, müsste ja schon reichen. Den Wald pflanzen wir irgendwann wieder nach, wenn wir Zeit haben. Juhu, Laufback! So, und los geht's. So, dann haben wir auf jeden Fall genug Holz, das ist schon mal gut. Und wieder rein mit dir. Ah, diese Vorbereitung dauert einfach immer zu lange, ey. So. Kupferkabel brauchen wir. Kupferkabel. Elektrische Schaltkreise, egal. Wir machen erstmal aus dem, was ich gerade gefällt habe, normales Holz. Zack. Wir brauchen Kupferkabel. Dafür brauchen wir natürlich Kupfer. Haben wir genug. Wir brauchen Rubber. Oh Gott, wo habe ich den denn einsortiert? Ich glaube hier irgendwo, ne? Hier. Coal. Super, dürfen wir jetzt mal Rubber suchen. Hier müsste drin sein, in grün. Oh ja, das ist gut. Dann machen wir jetzt mal ein paar Kupferkäbische. Die können wir immer gebrauchen. So, teilen wir das einfach mal auf. Machen das hier genauso. So, da haben wir erstmal hier Kupferkabel ohne Ende. Ohne Ende nicht, aber schon mal genug, oder? Wo sind die jetzt? 48 Stück, das ist schon mal ausreichend, würde ich sagen. So, für Batterien brauchen wir Kupferkabel. Da haben wir nämlich keine mehr. Zack, rein da. Ein paar brauche ich. Wir brauchen hier noch Redstone, haben wir noch Zinn, brauchen wir noch. Zinn haben wir hier genug, das ist Zinn, okay. Packen wir mal da rein. Und dann können wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 rausnehmen. Wofür 6 Stück, werdet ihr euch jetzt fragen? Das ist ganz einfach. Wir brauchen Bedboxen. 3 Stück an der Zahl für jeweils eine.
Und wir brauchen zwei davon, würde ich mal. Vielleicht brauchen wir auch nur eine, ich weiß es nicht. Aber wir bauen mal direkt zwei. Ich hätte noch gerade noch irgendwo Kupferkabel da. So, und zwei Bettboxen. Damit hätten wir, glaube ich, jetzt alles, was wir brauchen. Jetzt legen wir uns erstmal schlafen, weil es wird schon wieder Nacht draußen. Ich höre schon wieder die Grillen zirpen. Und wir wollen ja nicht immer nur Tag cheaten, wir wollen auch mal wirklich regulär schlafen gehen. Hier muss auch noch immer ein drittes Bett rein, ne? Eieiei, so viel Sachen noch zu tun. So. Das Geheimnis an den Windmühlen ist, umso höher man ist, desto mehr Strom produzieren die. Klingt doof, ist aber so. So, wo will ich den Strom hier hinhaben? Muss ich jetzt mal einen Gang nach oben buddeln. Ja, und da kann ich auch gleich sagen. Ach ne, das kann ich auch gleich irgendwie. Ah, was wächst da denn? Da habe ich doch gar nichts angesehen. Das kann nur Unkraut sein. So. Hier ist überall Wasser drunter. Ich würde ja gerne hier unter der Bugbox rauskommen, aber ich weiß nicht, hier ist, ja, bin ich genau unter Wasser. Shit. Also es wäre schön, wenn ich ihn direkt von hier oben versorgen könnte mit Strom, beziehungsweise den Strom vielleicht von unten. Vielleicht mit der Bettbox hinten an der Wand, hier so. Hier durch und dann hoch. Oder doch eher hier hinten irgendwo. Hier ist doch bestimmt gut. Hier buddeln wir uns einfach mal hoch. Gucken, wo wir rauskommen. Wir werden erstmal erschlagen, das ist immer gut. Wasser kommt nicht, das ist gut. Das sieht doch gut aus. Hier machen wir einfach das Kabel hoch. Ja, das kann man machen. Okay. So, und zwar, das Problem ist, dass dieses Ding nur 40, diese Kabel 40 aushalten, also 40 hintereinander, ansonsten verlieren die zu viel. So, wir werden erstmal hier unten eine Bedbox bauen, die wird dann hinterher da rüber gelegt werden. Wo der Ausgang jetzt genau ist, ist mir jetzt egal. Da ist rot. Also der Ausgang muss ja eigentlich theoretisch rot sein, ich muss mal gucken. Aber irgendwie haben wir kein Rot, wir haben nur dieses helle Beige da und dieses Grün, ne? Komisch. Ja, okay, dann ist der Ausgang das Grüne, macht ja nichts. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Da kann man schlecht drauf bauen. Wieso schmeißt er meinen Schraubendreher weg? Hat das irgendeinen besonderen Grund? Erstmal hier ein bisschen was wegtun, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Den Schraubendreher können wir eigentlich ganz gut gebrauchen sogar. So, das können wir alles erstmal hier raus tun. Brauchen wir jetzt alles gerade nicht. So, okay. Jetzt das Kabel da hinlegen und dann versuchen da drauf zu kommen. So. Und jetzt... Sollte vielleicht mein Jackpack aussehen? Ne, ich lasse das Jackpack auf jeden Fall an. Ach, wie viel habe ich jetzt gemacht? Ja, da geht's schon los. Das sollte man sich vielleicht merken, weil man darf ja nur 40 Stück machen. Ah. So, das ist glaube ich jetzt nur noch ein. Ne, zwei Stück sind das. Das sind zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Bedbox. So, das Problem ist natürlich, umso höher man ist, umso besser funktioniert dieses Windkraftwerk. Und deswegen gehe ich ja gerade so hoch. Und ich bin, glaube ich, hier im Dealer-Bereich. Genau, hier wird also alles aktualisiert. Das ist sehr gut. Habe ich noch normale Blöcke irgendwas dabei? Außer Gravel. Gravel ist vielleicht ungeeignet dafür. So, dann muss ich mich jetzt mal eben hier seitlich dran bauen. Gut, denn sonst kann ich da kein Kabel hinlegen. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Wie viel Kabel? Das sind diese 24 und die 12. Ich bin noch nicht hoch genug hier eigentlich, aber ich versuche es einfach mal. Eins, okay. Zwei, drei... 4. Ich meine, mehr Boxen habe ich sowieso nicht. Deswegen ist eigentlich egal, was ich jetzt hier mache. Ich brauche, glaube ich, so noch so ein paar für oben. So. Das sieht doch hoch genug aus erstmal. Der Wind pfeift auf jeden Fall schon mal. So. 1, 2, 3, 4. 5 in die Richtung. Und dann würde ich sagen, 2 hoch. Geht das? 1. 2 und darauf dieses Windding. Blöpp. So. Weiter geht's. Nur nicht runterfallen. Alles nur nicht runterfallen. Das gleich in die andere Richtung auch.
So, und zwar baue ich das so, damit die ein bisschen auseinander sind, weil die produzieren mehr Strom, umso mehr frei um die herum ist. 1, 2, 3, 4, 5. Das Problem ist, die Kabel an sich nehmen auch schon ein bisschen Strom weg. Aber die müssen halt sein, weil sonst kriegt man den Strom halt nicht runter. Hab ich dann gemacht 2 oder 3? Das ist 2 oder 3. 1, 2 würde ich sagen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist da noch ein drittes drauf? Weiß ich nicht. Sehen wir jetzt gleich, wenn ich ihn da drauf setze. Komm her. Ne, so ist richtig. Okay, 2. Ich habe auf jeden Fall genau genug. 14, das reicht ganz genau. 5 zur Seite, 2 hoch jeweils. Habe ich das genau geplant oder was? 1, 2, 3, 4, 5 und 2 hoch. Und das Ding... nein, da sollte es nicht hin. Jetzt bleibt es da, weil ich habe kein Gerät, um das abzubauen. Dann würde es mir irgendwie kaputt gehen.